Und ab da hoch. So, zack, zack, zack. Weg mit dir. Hä? Okay. Herzlich willkommen zum 6. Part meines Hexenkönigin-Let's Plays. In diesem Part machen wir uns daran, den Strike die Lichtklinge zu machen. Und dann, ja, würde ich sagen, geht's jetzt hier mal weiter. Warum ist das jetzt auf einmal ein Strike? Der Rest war nur Mission, ne? Erreiche das Denkmal. Was zur Hölle ist das für ein kranker Track gerade schon wieder? Also halt gut, versteht sich jetzt damit, ne? Aber, ja. Okay. Und nein, ihr Lichtmotten könnt nichts tun. Komm. Wer? Ja, keine Ahnung. Okay, danke. Warte, wo, hä? Ach, ist einer schon vorgerannt? So, jetzt hier hält sich das Klebeteam vorarbeiten, würde ich mal sagen. Okay, da war nicht Hüter. Geist. Scha. Leutnant, das war's. Und ja. Vielleicht nicht die beste Idee, so aufs war das? Der nicht den Finisher gemacht. Ist das Problem, dass man das ein bisschen zu einfach machen kann. Also zumindest ist das für mich nicht so eine starke Bedrohung, wenn die sich wiederbeleben können, wenn man es sowieso zu leicht verhindern kann. Ich bin aus das erste Mal, wo man es sowieso nicht machen kann. Ist das eigentlich relativ leicht zu verhindern? Ja. Nein, nein, auch nochmal nein. Tschüss. Wie viel von denen haben wir denn bitte noch? Und nochmal ein. Das war jetzt gefühlt 3. Der Weg ist frei. Ja, wirklich, Geist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den Weg frei haben. Also als Osiris ausgegeben. Ja. Ikoras Freund und Mentor, ja? Vielleicht war es Ikoras Fehler. Sie hat etwas gesagt, dass Sabaton half, das Licht zu bekommen. Was immer auch zwischen ihnen passiert ist, das ist nicht Ikoras Schuld. Ja, doch, ist es. Ich meine nur, jeder sehr torisch, leicht vertraulich ist. Und Osiris ist ihr Freund? Man sollte meinen, sie hätte etwas bemerkt. Sabaton hat uns alle getäuscht. So wie dich und jeden anderen. Ja, faule Ausreden. Letzten Endes. Die Zeit schon hat trotzdem, weil es trotzdem zu leicht. Vielleicht. Gläubig gewesen ist. Jetzt gerade jemand, der so ein Spionagenetzwerk hat, sollte sich verdammt nochmal. Ach. Misstrauen ich zeigen können. Selbst gegenüber Freunden. Teilweise. Los geht's, das Boot bewegt sich. Ja. Allgemein, was ist das jetzt hier schon wieder für ein Strike? Ich will bloß hoffen, dass sich Leute nicht nochmal drüber beschweren hier, aber die Lichtklinge. Es ist ja ähnlich wie die Schaderfestung längerer Strike. Das auch beiden gut. Finde ich zumindest mal. Oder wie seht ihr das? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich könnt ihr das überhaupt nicht sehen, weil ich da gute Schluss rausschneiden werde. So, ab hier hoch. Wieso halten wir an? Weil eine Barriere vor euch ist, dumm Idioten. So. Ja, wirklich. Wer soll es denn sonst bitte schön tun? Du oder was? Also leere Ladung und ab hier runter. Okay, nicht ganz so sauber, wie ich es geplant hatte, aber das geht auch. Okay, komme ich hier hoch? Nee, aber mit dem Porsche schweben wahrscheinlich. Also ab hier jetzt hier rüber. Oh, die zweite Ladung. Ja, komm. Und den nächsten Geist weg. Tschüss.
Okay, wo immer der letzte bleibt von den ganzen, von den Leuten hier. Wieso habe ich hier das Gefühl, wir sind hier schon wieder viel zu einfach unterwegs? Ja, komm. Also genießen Sie die Fahrt durch Sabatons Zonenwelt. Auf Ihrer Reihen sehen Sie einen Kreicher und eine Hexe. Um Sie herum sehen Sie die Gebäude der Hexenkönigin. Und hier weitere Brücken mit Schargegnern. Genießen Sie die Fahrt. Ja. Bis jetzt ist das auf jeden Fall mit Leichtigkeit die beste Kampagne im Spiel. Und wenn ich hier manche Stellen habe, wo ich mich ein bisschen beschwere oder aufrege, oder eher gesagt, ziemlich viel, ist, ich bin teilweise in das einfach Sarah, wo ich mich, wo das für mich einfach so normal ist, zu reagieren. Oder halt eben halt mich so aufzuregen. Heißt auch nur lange, dass ich keinen Bock darauf habe. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar richtig Bock darauf. So. Wir scheinen nur jetzt am Ende angekommen zu sein. Schon wieder fest. Ernsthaft? Aber ich hatte das doch geregelt. Das ist einfach dieser Schadrichter. Aber was? So veraltet. Moment. Gib mir eine Sekunde. Ja. Vor allem, was macht der hier eigentlich die ganze Zeit? Ich hab's. Ja, das haben wir bemerkt. Und hier ist die nächste Barriere. Okay, wir nähern uns dem Sumpf. Der Tempel ist nicht weit von hier. Na, weil doch nicht. Sagtest, dies sei ein Tempel für Oryx? Ja, genau. Sabatons Bruder. Der König der Besessenen persönlich. Ja. Die beiden haben sich gegenseitig um die Millionen Male getötet. Aber sie hat ihm einen Tempel gewidmet. Schon seltsam, wie das ja manchmal läuft. Bestimmt. Seid hier vorsichtig. Hier ist etwas geschehen. Ja. Wow. Ich kann Licht spielen. Ich kann es noch nicht sehen. Ja, wirklich. Okay, warum kann ich nicht mehr springen? Was ist jetzt hier? Ach. Jetzt verstehe ich's. Oh, komm. Ne. Das ist interessant. Also, wenn das jetzt wirklich das ist, die ähnliche Mechanik ist, die ich denke, dies ist. So, wo sind die anderen beiden jetzt? Hier, ne? Also ich weiß ja nicht, was wir jetzt hier machen müssen. Aber in der Zwischenzeit. So. Ja, komm. Danke für die Nichtbeweglichkeit. Na ja, gut, passt ja. Gewicht der Dunkelheit. Ach komm, ne, so ein Ding ist das schon wieder. Jetzt verstehe ich's, was hier los ist. Ach komm. Ja, vor allem die Lichtklinge. Ich glaube, ich weiß, wie wir jetzt hier bekämpfen können. Oder wo müssen wir jetzt hier überhaupt lang? Ich weiß ja nicht, was die hier vorhaben, aber ich will jetzt hier mal weiterkommen. Aber ich glaube, ich nicht das Gefühl habe, dass wir hier wirklich lang sollen. Aber bei doch, nein, der spawnt da schon. So. Okay. Begib dich zu Fuß zum Denkmal, ja, wow. Na gut, die kriegt mich jetzt gleich eh. Ja, komm. Hopp, 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 hoch da. Und weg mit euch Motten. Den Teil werde ich wahrscheinlich ein bisschen runterschneiden, weil ganz ehrlich, wer will nur die ganze Zeit hier zusehen, wie ich hier einfach nur so rumgehe? Das ist beim besten Willen nicht wert, dass man das hier so die ganze Zeit zeigen muss. So. Und auf dem nächsten Ding. Was auch immer das gerade gebracht hat. Aber hier ist das halt so ein Ort, wo man wirklich vielleicht belastet wird von der Dunkelheit. Bisschen lustig, wenn man es eigentlich auch selbst benutzen kann.
Also eigentlich sollte man meinen, das sollte eigentlich kein Problem mehr für uns sein. Ja, aber never mind. Ja, so viel dazu. Hält ja eh eigentlich nicht wirklich. So. Wie lange haben wir noch bitte zum Denkmal? Sieht aus, als wäre alles gesichert, Finch. Ja, wirklich. Vorsicht. Der Ritter, der diesen Ort bewacht, er ist ein alter Rivale von Oryx. Mit ihm ist nicht zu spaßen. Schon irgendwie lustig, was macht ihr denn hier? Ja, ne. Besser nicht, was ihr gedacht habt, was da ist, aber da ist nichts. Also dem alter Rivale von Oryx. Wie? Wie ist der ein alter Rivale von Oryx? Ein verdammten Schargott. Was sollen die bitte schön drauf haben? Dass da nur ansatzweise rankommt an den. Und vor allem, wie hört man es jetzt von dem? Eieieiei. Was haben wir dann hier? Ein fauliger Grab. Ach, keine Ahnung. Fauliger Grabpfleger. Hilfe. Aller cool. Die Lichtklinge. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, komm. Vor allem. Lichtklinge wird friert mich ein mit Stasis. Oder was auch immer, wer auch immer das gerade war. Betritt das Ding mal. Ja, war wow, wirklich. Ich dachte, man soll wegbleiben. Also, ja. So, zack. Na, sieh mal an. Wen haben wir denn hier? Aller cool, die Lichtklinge. Okay, ne. Komm. Ja, das soll ein Rivale von Oryx sein, wenn der schon so viel Schaden hat. Na, ich glaub's nicht. Ja, komm, ne. Also irgendwie geht er dafür ein bisschen zu leicht down, um sich Rivale von Oryx nennen zu dürfen. Finde ich zumindestens mal. Ja. Ja, komm, was ist denn jetzt hier? Hallo, danke. Wo ist denn jetzt der? Oh, komm. Weg. Na gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen unpassend. Ja, komm. Okay, jetzt muss ich das hier schnell machen, aber... Ja. Ich brauche zumindest einen Shot von Alakul. Wo ist der? Okay, nein. Ja, komm. Okay. Hallo. Bitte, danke. Und ab da hoch. So, zack, zack, zack. Weg mit dir. Hä? Okay. Warum genau auf mich, verdammt nochmal? Ja, komm. Was? Schahinka? Okay. Wo ist denn jetzt hier der schon wieder? Ja, komm. Du entkommst uns nicht. Verdammt nochmal. Tempel des Navigators. Wunderbar. Hier gibt es nur eine Truhe. Mit lächerlichem Loot. Weil das eigentlich ein Stück. Tafel des Ruins. Hm.
Finch, du hattest recht. Wir haben etwas gefunden. Ein Stück der Tafeln des Ruins. Die Tafeln, mit denen Oryx die Besessenen erschuf. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich wusste es. Ich wusste, dass es irgendwie mit den Besessenen zusammenhing. Alakuls Geist ist entkommen. Mhm. Er hat nur seinen Körper hier zurückgelassen. Ah, Notfallplan. Sie lernen dazu. Sie versuchen, euch einen Schritt voraus zu sein. Aber ihr habt die Tafel. Das ist das Entscheidende. Das bringt uns einen Schritt näher an den Sieg über die Hexenkönigin. Herzlich willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 Batch Queen Hexenkönigin Let's Plays. Hier war ist fort. Wir müssen einen anderen Weg finden, wenn wir die Erinnerung manifestieren wollen. Die Tafel, die wir gefunden haben, muss etwas damit zu tun haben, wie Sabaton das Licht bekommt. Ja. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich schon mal. Ha! Jetzt haben wir's. Besiege die strahlenden Archivarer, okay. Ja gut, die sind ja noch relativ leicht. Ich glaube niemals, dass das die richtigen Gegner sein würden. So. Da, aus bitte, danke. Aus, verdammt nochmal. So. Ja, also die müssen wir jetzt besiegen, oder was? Ja, keine Ahnung. Also das war zumindest leicht, die Gruppe loszuwerden. Aber das war ja bei weitem das Endeste. So. Und das nächste Level. Okay, warte, wo kommt der jetzt her? Ja, komm. Nein. Nein, nein, und nochmal nein. So. Ist zumindest nicht das Spielzeug hier, die Dingens. Komm, ja gut, ich wusste jetzt halt nicht, wie lange das hier gehen wird. Ich werde nie die Königin der Besessenen sein. Oder nur die zweite Geige neben meinem Bruder Oryx spielen. Als Oryx die Tafeln des Ruins erschuf, beschrieb er die Fähigkeit, die Besessenen zu erschaffen. Doch Oryx wurde von einer viralen Macht aus der Tiefe gelenkt. Ich habe ihren wurmförmigen Weg studiert. Ich habe zwischen den Zeilen gelesen. Die Tafeln verbergen ein Rätsel. Die Antwort auf dieses Rätsel ist größer als die Macht zu nehmen. Es ist die Macht des Zeugen. Welten von einer Realität in eine andere zu bewegen. Das ist es, was ich tun werde. Ich werde nicht nehmen, sondern geben. Dem Reisenden ein sicheres Versteck gewähren. Und sobald er am Himmel meiner Thronwelt schwebt, werde ich ihn einsperren. Na, werde das kommen sehen. Na, auf der Glaube. Also, die Massenentführung der Planeten ist nicht das Werk der Dunkelheit, sondern eines Wesens dahinter. Des Zeugen. Und wie es aussieht, war ich für Savatuns Diebstahl des Lichts verantwortlich. Ja, das hatte ich fast erwartet. Immerhin war ich es, die sie im Turm willkommen hieß. Ihr Zugang zu den Vorhutarchiven gewährte. Und jetzt könnte die Menschheit den Reisenden an die Schar verlieren. Ich muss wissen, ob das wirklich meine Schuld ist, bevor Savatun auch nur in die Nähe des Reisenden kommt. Dein Freund Finch hat einen neuen Hinweis gemeldet.
Ich habe so meine Zweifel. Aber Zaghaftigkeit können wir uns zurzeit nicht leisten. Nimm in der Thronwelt Kontakt mit ihm auf. Finde die Antworten, die wir brauchen. Egal wie. Die Hexenkönigin Ikora glaubt, dass sie möglicherweise mit dafür verantwortlich ist, dass Savathun das Licht sehen konnte. Aber angesichts der Nachricht, dass Savathun auch noch den Reisenden in ihre Thronwelt ziehen und dort einsperren will, ist die Zeit knapp. Sie schickt dich zu Finch, um einen weiteren Hinweis nachzugehen. Schließe die Mission die List in der Thronwelt ab. Ja. Das machen wir aber wann anders. Besser gesagt im nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.